Star oder bloß Sternchen? Die neue Mercedes E-Klasse im Vergleichstest. Im Weg stehen dem Stuttgarter die Münchner von BMW, Audi aus Ingolstadt, Volvo aus Schweden und die edlen Briten von Jaguar. Der Benz legt vor, das Vier-Augen-Gesicht ist jetzt eckig und nicht mehr rund. Und etwas kantiger fährt er sich auch. Die Limousine ist weiter komfortabel, aber sportlicher abgestimmt als bisher. Das zeigt sich auch beim Motor. 250 Spitze sind bei allen Autos in diesem Vergleich inklusive. Bei Mercedes arbeitet unter der Haube ein 292 PS starker Sechszylinder. Wer braucht da noch 8? Vor allem, weil der neue Motor deutlich weniger verbraucht. 8,8 Liter sind absolute Spitze in diesem Vergleich. Und aufgepasst, der Mercedes ist nicht der teuerste. 51.944 Euro sind trotzdem kein Schnäppchen. Mindestens genauso überraschend, die englische Katze Jaguar kostet rund 10.000 Euro mehr. Dafür ist sie auch hervorragend ausgestattet. Das Design ist sportlich modern, doch die flache Linie kostet Übersicht. Beim Tritt aufs Gaspedal ist das aber verziehen. Der Sound des Achtzylinders und 298 PS entschädigen selbst für kleine Makel bei Qualität und Verarbeitung. Lediglich der Verbrauch ist nicht mehr zeitgemäß. 11,1 Liter sind selbst in dieser Klasse zu viel. Gleiches gilt auch für den Volvo. Der S80 trinkt sogar nochmal 0,1 Liter mehr und das, obwohl er am schwächsten motorisiert ist in diesem Test. Außerdem fehlt ihm die Perfektion in der Verarbeitung, wie sie zum Beispiel die deutschen Hersteller bieten. Fairerweise müssen wir allerdings sagen, dass ein Facelift im Frühjahr 2009 zu den Händlern rollt, das diese kleinen Schwächen wahrscheinlich ausbessert. Sein Sechszylinder-Turbomotor hat 285 PS und verbraucht 11,2 Liter. Jeweils der schwächste Wert in diesem Vergleich. Dafür gehört der Volvo aber zu den günstigsten. Gut ausgestattet fährt er für rund 49.000 Euro vor. Das rettet ihn am Ende vor dem alleinigen letzten Platz. Der Volvo kann noch mit dem Jaguar mithalten. Doch gegen den nagelneuen Mercedes hat er keine Chance. Der gewinnt den ersten Teil souverän. Bleiben allerdings noch zwei harte Gegner aus Bayern. Wie sich der Benz gegen Audi und BMW schlägt, sehen Sie im zweiten Teil. Und in ausführlicher Form auf der Autobild Heft-DVD, die große Frühlingsgala, alle neuen 2009. Ab dem 13. März im Handel.